stelle mich nicht vor. Oh Gott. Nein, ich wollte ein bisschen ab. Wow! Ich fühle mich euch so nah. So, egal. Der folgende Text heißt: Warum ich irgendwann mit einem Bus durch Bologna fahren will, den mein Papa lenkt, während er im deutschesten Italiano einer kleinen einheimischen Nonna neben dem Steuer die englischsprachige Programmierungsanleitung ihres neuen KitchenAid-Upgrades One Pot Pasta Spaghettini with Ketchup erklärt. Das war der Titel. Jetzt fange ich an. Mein Papa will Busfahrer werden. Als er mir das erzählt hat, meinte ich zu ihm, weil ich eine gute Tochter bin, die zuhört und aufmerksam ist, okay, cool. Und dachte zu mir, von Beruf Arschloch, also für den schulpflichtigen Teil der Nation, okay, cool. In derselben Nacht noch habe ich drüber nachgedacht, bin aufgewacht, stieg auf mein Dach, nein, Spaß, zweckreim, ich wohne in einem hässlichen Mehrparteienmietshaus in Hagen, wir haben keine Dächer, aber in den Filmen, da gehen junge Leute oft aufs Dach und gucken nachdenklich in den Sternenhimmel, also so ein Moment war das, als mir klar wurde, natürlich, Busfahrer, Experten des Alltags, Helden des ÖPNV, Retter in Nöten, einer kleinen Dorfgemeinde irgendwo in NRW, die sehr schlecht angebunden ist, Bezwinger der gleisfreien Straßenzüge, Könige der Drachenbuchten, Stormborn und Wetterfest, Regenten der 21 Bundesländer und der 7 Königslande und Bayern, Khaleesis der großen Landstraßenmeere, Mother of Stations, Sprengerinnen der Winterketten, sie meistern den Kreisverkehr, wie sehr kugelige Menschen Sex, versteht ihr? Runde Menschen, Kreisverkehr, egal. Okay, sie nehmen Chuck Norris die Vorfahrt, ihre Rollen und Räumlichkeiten sind Sozialexperimentierkästen. Hier trifft Oma Erna auf Serkan, Justus Maximilian auf Kevin, Oscar, der angehende Ingenieur, auf Bob, den Baumeister, trifft der Gebärdensprachler auf den einen Dude, den wir alle kennen, der viel zu laut Musik über seine Kopfhörer hört, ich hasse dich, trifft Bumspeed auf Pfeifen, treffen Flaschensammler auf Banker, treffen Welten aufeinander, yeah, mein Papa will Busfahrer. Werden. Mein Papa will Busfahrer werden. Mein Papa hat seit seines Lebens dafür gearbeitet, dass ich nicht nur eine Zahl in einer Statistik werte. Ein Vater ohne Abschluss, die Mutter mit 17 schwanger, prekäre Verhältnisse, ungebildete Eltern. Wir reden immer davon, dass wir nur genug beten müssen, um in den Himmel zu kommen, genug lernen, um Erfolg zu haben, genug arbeiten, um zu fressen. In einem Land ohne anständige Erbschaftssteuer ist vererbte Armut ja kein Thema. Er hat 20 Jahre Bütchen im Pott hinter sich, 20 Jahre 5.30 Uhr Kiosk öffnen, 22.30 Uhr schließen, die Kinder nachts im Türrahmen sehen, wie sie wachsen, lernen, wütend werden, krank werden, wie sie traurig werden. Irgendwann so sehr, dass nachts vom Türrahmen nur noch ein leeres Bett zu sehen ist und das tut mir leid, eine kaputte Ehe, einen kaputten Rücken und viele kaputte Teetassen später bin ich sowas wie erwachsen, also für ihn nicht, nie, weil er ist mein Vater und ich verlange mein Recht zurück, diesen Mann anzuschnauzen, wie alle liebende Töchter es eben so tun. Wie kann ich auf die Straße gehen für die Rechte des kleinen Mannes und der Frau? Wie kann ich von sozialerer Politik reden, wenn ich dem kleinen Mann zu Hause selbst noch die Augen gerollt habe, dem, der immer etwas gebückt geht, weil das Leben ihn gebeugt hat, dem, der die Hand hob gegen mich, weil er auf Knien das Gefühl für Augenhöhe verlor. Ich will meinen Papa anbratzen können, ohne dabei das kleinste seiner Probleme zu sein. Und ich weiß, das ist Pubertät in einer Walnussschale, aber trotzdem, als Kind ein Agent der Peschmerga, als halbstarker Soldat gegen Saddam, als Vater sein erstgeborenes Midia genannt, ein Unisex-Name in der Diktatur damals verboten, Mädchen, Junge, egal, Hauptsache Widerstand, mein Papa hat nie aufgegeben zu kämpfen. Er ist seit neuestem als DHL-Bote beschäftigt, offiziell bis 20 Uhr, aber Schluss ist dann, wenn deine Pakete weg sind und es wird spät heute Nacht, mein Liebes. Er hat in den 2 Jahren Hartz IV jeden Scheißjob gemacht, so wie er vor meiner Geburt jeden Scheißjob gemacht hat, Stadtparks bepflanzt, Pizza geliefert, Gabelstapler gefahren, das Geld, das ich in den Abendstunden an der Pommesbude verdient habe, während meines Abis, hat das Amt ihn wieder abgezogen, seine Privatsphäre, seine Daten, seine Selbstachtung hat das Amt ihn wieder abgezogen, 2 Jahre Arbeitslosigkeit, in der er nebenbei Volkshochschulkurse belegt hat, mein Papa hat nie aufgehört zu lernen und zu kämpfen, jetzt auch auf Italienisch, Englisch und mit Softwarekenntnissen, 2 Jahre, in denen Mutter und er mich verschämt nach Bewerbungen fragten, die ich schrieb. Als Kind glaubst du, deinen Eltern überlegen zu sein? Das wäre richtig geil. Das ist es nicht.
ein halbes Jahr Rechtsstreit mit dem Jobcenter. Er hat nach Weiterbildungsmaßnahmen gefragt, würdevoller Arbeit, Widerstand. Aber mein Papa hat nie aufgegeben zu kämpfen. Er ist 57 Jahre alt und sie sagen ihm, eine Umschulung, das lohnt sich für die nicht. Er sei zu alt für den Arbeitsmarkt, ihn wird keiner einstellen. 44 Jahre arbeiten, 20 Jahre selbstständig, Perspektive von 57 bis in die Rente DHL-Bote. Ein 60-Jähriger, der deine scheiß Amazon- und H&M-Pakete ins Dachgeschoss schleppt, ein 64-Jähriger, der unter Zeitdruck Transporter fährt, dann eine Scheißrente. Stecken bleiben, aufstocken, dafür ist er nicht zu alt. Vor kurzem der Brief, LKW oder Busfahrer. Mein Papa war Agent, Rebell, Miliz, Soldat und mein Erziehungsbeauftragter in der Pubertät, das ist alles sehr gefährlich. Aber LKWs, das lasse ich nicht zu, Busse also. Von 8 Uhr bis 15 Uhr ist er jetzt in der Schule, maximal 20 Minuten Zeit zu Hause, bis er weiter muss, Mindestlohnniveau. Meine Mama hat im letzten Monat, im Oktober, 274 Stunden gearbeitet. Das ist die 68,5-Stunden-Woche. Denn ja, Martin, harte Arbeit muss sich schließlich wieder lohnen. Bäckerei-Fachverkäuferin morgens bis abends, Samstag, Sonntags, Feiertags, Hauptverdienerin. Das erste Mal in ihrem Leben, in seinem Leben, für beide schwierig. Das erste Mal in meinem Leben sehe ich, dass mein Papa alt wird, weil er noch dünner geworden ist, noch gebückter, noch weniger da, für beide schwierig. Mein Papa ist 57 Jahre alt und er ist müde. Von Frühschichten, von Spätschichten, von Zwiebelschichten, Lagekleidung, an kalten Tagen, vom Heizungsanstellen, Abwarten, von Rechnungsstapeln und den Gabelhochstaplern, die gerechte Europapaletten für alle versprachen. Ich will keine Vollbeschäftigung, nicht wenn sie auf einem riesigen Niedriglohnsektor beruht. Ich will in einer Stadt wohnen, in der kein Armer mehr Taxi fährt und alle Reichen Bus oder Tram oder U-Bahn, wo Polizisten vor Banken stehen und nicht vor Synagogen und Kindergärten, wo Kinder Eltern haben und Eltern ein Leben vor dem Tod und jeder Teenager ein eigenes Dach über dem Kopf, auf das er oder sie nachts steigen kann, um zu sinieren oder zu sexten, was Teenager eben heutzutage so tun. Mein Papa will Busfahrer werden und irgendwann will ich mit einem Bus durch Bologna fahren, den mein Papa lenkt, während er ein deutsches Italiano einer kleinen einheimischen Nonna neben dem Steuer die englischsprachige Programmierungsanleitung ihres neuen KitchenAid Upgrades One-Pot Pasta Spaghetti with Ketchup erklärt, weil auch seine Arbeit sich wieder lohnen muss. Aber erstmal wird mein Papa Busfahrer. Er will das. Er will das. Wir wollen das. Dankeschön.